Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Wir sind immer noch in der ersten Aufnahme. Und wir wollten Meilensteine machen. Und ja, wir bräuchten ja eigentlich nur eine Radarfalle machen. Das würde definitiv frei ausreichen. Aber ich mache beide. Das ist wie mit dem Rennen und auch mit den Meilensteinen so. Ich werde alles versuchen mitzunehmen. Und los geht's. Ja. Ja, 200. Vic ist dran. Das ist der Trottel, von dem ich dir erzählt habe. Razors Prügelknabe. Er hat dich herausgefordert. Streich ihn also von der Blacklist. Das sollte Razor und seinen Leuten eine Lehre sein. Ich unterstütze dich, bis du es geschafft hast. Ja, das ist die Nachricht, die man halt kriegt, wenn man den herausfordern kann, aber ich will, wie gesagt, noch die letzte Aufgabe machen. Na? Hatte ich halt vor. Habe ich auch gesagt. Oh, das ist ein bisschen schwieriger. Weiß mir nicht, wie viel ich denn fahren muss. Hm. Weil das hilft immer weiter. Das hilft, wenn man das macht, dann hilft das immer weiter. Gerade wenn es um Kopfgeld geht, dann ist man da sehr abgesichert. So. Ich speichere erstmal. So. Und dann machen wir das Rennen. Hm. Das sind auch nur zwei Sprintrennen. Na Hammer. Das geht ja dann noch. Oh, da ist ein Polizist. ACAB! Ich hoffe ja wieder auf seinen Wagen. Schwierig gerade. Ich weiß nur nicht warum. Hätte ich ihn noch weiter aufmotzen können, aber das glaube ich nicht. Ah, nicht schon wieder diese Kurven, Alter. Obwohl, der ist natürlich ja gut durchgekommen. Thank you.
Hey. Rolltrigger abkürzen. Einmal abkürzen bitte. Ah, er kürzt auch ab. Oh, scheiße. Na gut, 58. 58 ist schon okay. Dein Gesicht. So. Ja, es, man müsste schon mal öfters auf die Karte gucken, sonst ist man am Arsch. Einfach nur am Arsch. Und wenn das schwer ist, dann wird es noch mehr ein Vergnügen sein, wenn ich seinen Fahrzeugschein nicht erwische und ja, das wird lustig. Kann lustig werden. Ja, genau. Es läuft echt behindert. Okay. Entschuldigung. Das läuft echt blöd. Was mit ihm gerade los war, will ich mal wissen, weil... Aber egal, ich bin froh, dass ich wieder vorne liege. Jetzt sofort. Ich frage gar nicht. Ich frage gar nicht. Ich bin froh. Ich frage gar nicht. Ich bin froh. Einfach nur. Genau! Alter, was hat er denn da gerade gemacht? Habt ihr es gesehen auf der Karte? Auf der Minikarte? Habt ihr es gesehen, was der gerade gemacht hat? Na, jetzt habe ich ja richtig schön guten Vorsprung. Definitiv. Alter. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Das... Das ist echt geil. Was muss ich hier... Da habe ich ja echt guten Vorsprung jetzt. Definitiv. Da könnte ich einen Kaffee trinken gerade. Wenn ich wollte. Auch wenn ich keinen Kaffee trinke, was ich schon gesagt habe, aber... Das ist schon geil. Kann man machen. Da könnte man sich auch mal einen Fehler erlauben oder so. Oh, der hat ein bisschen wieder reingeholt. Aber hat trotzdem gewonnen. Leider kein Superstart, aber ist dann nicht immer die Hauptsache. Ah ja, ja. Guckt man nicht drüber. Ich kann halt ein bisschen besser fahren als er, ne? Das merkt man. Wenn ihm und ich mich beobachtet, dann ab und zu merkt man das. Meine Wange juckt.
Da reagiere ich jetzt gar nicht drauf. Weil meine Wange juckt. Das soll mich jetzt nicht stören, auch wenn es nervig ist, aber ich bin ja halt im Bossrennen. Da soll mich das nicht stören. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Nicht umfallen. Mehr. Na komm. Nein, 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 nein. Naja, die Runde hat er schon für sich entschieden. Das ist schon, ja. Jetzt juckt mir mein Kinn. Ich frag gar nicht. Ich nehme gar nicht mit Facecam auf. Jetzt juckt mir alles. Weil das so spannend ist einfach. Jetzt juckt mir die Wange, jetzt das Kinn, Alter. Ja! Fahr mitten rein, natürlich. Dein Gesicht! So, muss ich da, dann da. Ja, ich bin ruhig gerade. Ah! Scheiße! Das so, das so, nee, Alter, wenn ich das so gewinne, ne? Wenn ich das so gewinne, Alter. Nee, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Nee, nee, nee. Das war ein Fehler von mir. Das war ein Fehler von mir. Ich hätte es ganz leicht gewinnen können. Ganz leicht. Aber ganz leicht. Verdammte Scheiße, ey. Mann! Langsam nervt's. Langsam nervt's einfach nur. Langsam nervt's einfach nur. Ganz ehrlich. Ist schon das dritte Mal, dass ich das hier mache. Kann nicht wahr sein. Dein Gesicht. Nein, ich werde nicht langsam aggro. Alter, wenn ich das noch machen muss, weil ich kein Glück habe, ne? Dann drehe ich durch. Ganz ehrlich.
Da drehe ich einen Endscreen und lande auch da drin. Ja, Mensch, das Rennen, das wird ja sehr, sehr spannend. Es ist immer ganz knapp, wie ich, ja, lose. Ja, da sehe ich auch mal Fails gesehen. Da, ich hoffe, dass ich den Vic, in Klammern blau, wegen Vic blau und so, naja. Ich hoffe, dass ich den Vic im nächsten Part besiegen kann. Weil ich will da jetzt nicht noch mehr Parts verschwinden für, weil das wäre, na, das wäre ein bisschen, ja, dezent langweilig, würde ich sagen. Ja, Mensch. Nächsten Part kann es ja nochmal spannend werden. Hoffe ich doch. Und, ja, wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr unten auf so Subscribe gehen und auf der, das liegt quasi auf der Straße, neben den Autos auf dem Endscreen. Und ja, dann verpasst ihr nichts und sonst würde ich erstmal sagen, hab ich nicht weiter und würde erstmal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Need for Speed Most Wanted. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, ciao. It's go time. I never want to see your face again. Oh, well, well, what do we got here? You never know what might happen, do you? I gotta go. I'll hook up with you later.